Zurück bei Standort Berlin. Heute zu Gast ist der Botschafter von Aserbaidschan, Ramin Hasanov. Wir haben eben schon gesprochen, über 200 Jahre sind die Deutschen, oder vor 200 Jahren sind die Deutschen nach Aserbaidschan gekommen. Wir haben ein relativ gutes wirtschaftliches Verhältnis. Sie haben ein gutes Verhältnis nahezu zu allen Nachbarn, nur zu einem nicht, Armenien. Da gibt es Krieg seit 25 Jahren. Was ist da los, Bergkarabach? Armenien hat einfach die aserbaidschanische Territorien, die Bergkarabach-Region okkupiert und nicht nur Bergkarabach, sondern auch die 7 Siedlungen, die umherum Bergkarabach liegen. Und seit 25 Jahren haben wir ein Format im Rahmen der OECD, heißt Minsker Gruppe der OECD. Da gibt es 3 Co-Vorsitzenden mit Vereinigten Staaten von Amerika, Frankreich und Russland und natürlich Armenien und Aserbaidschan. Aber diese Verhandlungen haben bisher keine Resultate gebracht und die Okkupation geht weiter. Und das ist ein Konflikt, das ein Hindernis ist für die gesamte Entwicklung der Region. Nicht nur dieses Konflikt und die anderen Konflikte auch. Und natürlich, das stört uns. Und deswegen haben wir auch keine Zusammenarbeit mit Armenien. Aber wenn diese Besatzung nicht da wäre oder dieses Konflikt, natürlich, die Armenier könnten von unserem Reichtum, von Öl, von Gas auch profitieren, wie die anderen Staaten oder andere Nachbarn das gemacht haben. Aber die Situation ist dort auch jetzt brandgefährlich. Manchmal wird im Westen, in Europa, versucht, das Konflikt als gefrorener Konflikt darzustellen, aber so ist es nicht. Und das hat man auch vor einem Jahr. Immer wieder zu Schießereien, nicht? Genau, an der vor Grenze. Einem Jahr hat man das gesehen, im April, bei diesen Ereignissen. Und dann hat man auch gesehen, wie brandgefährlich dort die Situation ist. Und vor einer Woche kam es dann wieder zu einer Eskalation an der Frontlinie. Und die armenische Truppen haben da eine Frau und ihre Enkelin geschossen. 2-jähriges Kind wurde erschossen, wurde getötet. Das ist eine humanitäre Katastrophe. Das kann natürlich so nicht weitergehen. Es gibt völkerrechtliche Normen und Prinzipien, die zu verhalten sind, aber die Armenier machen das nicht. Dort ist fast alle Prinzipien des Völkerrechts verletzt worden. Die Souveränität der Republik Aserbaidschan, die Unverlässlichkeit der Grenzen der Staaten oder territorielle Integrität des Landes. Und immer wieder von der armenischen Seite wird über das Prinzip Selbstbestimmungsrecht der Völker gesprochen. Natürlich, alle Normen und Prinzipien des Völkerrechts wird von uns akzeptiert. Auch Selbstbestimmungsrecht der Völker. Aber im Völkerrecht und in Helsinki Schlussakt ist auf Schwarz und Weiß geschrieben, wie dieses Recht zu realisieren ist. Erstens, Selbstbestimmungsrecht der Völker gehört dem Volk. Aber die Armenier, die in Bergkarabach gelebt haben oder leben, das ist nicht ein Volk. Ein Volk ist die Bevölkerung, die in Aserbaidschan lebt. Und die armenische, die Armenier, die dort leben, das ist eine Minderheit. Und diese Minderheit oder die anderen Minderheiten haben nicht dieses Selbstbestimmungsrecht. Die haben dort einen Autonomiestatus gehabt und wir sind jetzt auch dazu bereit, den höchsten Autonomiestatus, der jetzt in der Welt existiert, auch zu den Armeniern dort geben. Aber die sagen, nein, es geht nicht, entweder unabhängige Republik Bergkarabach oder Anschließung an Armenien. Aber das ist für uns kein Thema und kann natürlich nicht weiter besprochen werden. Denn armenisches Volk hat dieses Selbstbestimmungsrecht schon realisiert. Da haben einen eigenen Staat, Armenien, und einen zweiten Staat in aserbaidschanischen Territorien wird es nicht geben. Wie gesagt, wir akzeptieren alle Rechte, aber die anderen Prinzipien und Normen müssen auch dann gehalten werden.
Also dieses Recht muss nicht zur Verletzung anderer Prinzipien des Völkerrechts bringen. Das geht einfach nicht. Und wir sind natürlich noch bereit, die Verhandlungen weiterzuführen. Der aserbaidschanische Präsident hat mehrmals erklärt, wir sind für den friedliche Lösung des Konflikts, aber wir können nicht ewig warten, bis das Konflikt gelöst wird. Dann darunter leidet auch zivile Bevölkerung, wie vor einer Woche oder jeden Tag gibt es da Schießereien und kann unter den zivilen Bevölkerung Opfer geben. Und das ist nicht normal. Aber wir haben immer wieder erklärt, im Rahmen der Minsker Gruppe muss was passieren und es muss auch natürlich Armenien dazu gebracht werden, substantive Verhandlungen zu führen. Denn Status quo in Bergkarabach, in diesem Konflikt, ist gefährlich und das kann nicht so weitergehen. Und das hat auch die deutsche Seite mehrmals erklärt und der COVID-Vorsitzenden und andere unsere Partner. Aber realistisch passiert dort nichts und leider kann ich heute auch nichts Positives darüber berichten. Aber die Deutschen sind dabei, 25 Jahre diplomatische Beziehungen sind in der Minsker Gruppe dabei. Ja, verhandeln, schauen, vermitteln, sind Mediatoren, das ist ja schon mal ganz gut. Ja, und vielleicht kommt es ja irgendwann dann zu einem guten Schluss, dann kann man sagen, auch die deutsche Diplomatie war dabei. Vor 25 Jahren wurden die diplomatischen Beziehungen aufgenommen. Sind prächtig, nicht? Wenn ich das so sehe. Kann man nichts sagen. Gibt keinen Ärger, gibt keine Spannung, ist alles gut, oder? Ja, alles ist gut. Mit Deutschland haben wir sehr gute Beziehungen in allen Bereichen und 25 Jahre sind nicht so viel, aber für eine junge Republik wie die Republik Aserbaidschan ist das auch nicht so wenig. Und in diesen 25 Jahren haben wir vieles erreicht mit Deutschland und wir haben auch vieles noch vor. Und dieses Jahr ist nicht nur mit diesem Jubiläum verbunden. Wir haben noch ein anderes Jubiläum. Wir haben kurz darüber gesprochen. In Aserbaidschan wird dieses Jahr auch 200 Jahre der deutschen Erbe in Aserbaidschan gefeiert. Dafür hat der aserbaidschanische Staatspräsident einen Erlass unterschrieben und es wurden viele Veranstaltungen schon durchgeführt und manche stehen noch bevor. Und im September werden wir mit Deutschland und mit unserem Nachbarland Georgien in Paris, in UNESCO, dieses Jubiläum auch nochmals festlich feiern. Wie viele Deutsche waren in Aserbaidschan? 45.000 habe ich mal gehört. Also es gibt viele Zahlen, aber immer wieder verschiedene, aber es geht um 30.000 Deutschen ungefähr, also im 19. Jahrhundert, aber Anfang 20. Jahrhunderts und nach dem Ersten Weltkrieg wurden viele nach Sibirien oder nach Kasachstan deportiert und am Ende sind sie nicht so viel geblieben in Aserbaidschan. Schade. Wie haben Sie Deutsch gelernt? Ich habe internationale Beziehungen und Völkerrecht an der Bakuer Staatlichen Universität studiert und da hatten wir auch Möglichkeit, zwei Fremdsprachen zu wählen. Und eine der Fremdsprachen, die ich gewählt habe, war Deutsch und dort habe ich auch Deutsch studiert. Aber deutsche Vorfahren haben Sie nicht? Nein. Nein. Aber ich habe noch was, als ich in Aserbaidschan war, gehört, die größte Weinfabrik, Winery und die größte Bierbrauerei der Sowjetunion war in Baku, in Aserbaidschan. Jetzt ist es ein bisschen mir schwierig, das zu beurteilen, ob das größte oder nicht größte war. Aber was ich erzählen kann und interessant ist, die Weintradition haben nach Aserbaidschan die Deutschen mitgebracht und die haben auch in diesen Kolonien, die dort geschaffen haben. Wunderbarer Wein Aserbaidschan, kaufen Sie den mal, gibt es genau, in Berlin. Dort. Und die Tradition geht auch jetzt weiter, denn wir haben sehr gute Weintrauben, viele Sonne und sehr gutes Wasser, deswegen Weintradition in Aserbaidschan war immer sehr gut und natürlich Bier auch und da arbeiten wir auch. Fehlt nur meine Frage nach dem Tourismus. Gutes Essen, guter Wein, typisches Nationalessen und Aserbaidschan als neues Touristikziel der Deutschen? Fragezeichen. Ja,
Ja, wir arbeiten in der Richtung. Wir haben eine gute Zusammenarbeit auch in diesem Bereich. Und jedes Jahr wird ja in Berlin ein Tourismusbörse organisiert. Und jedes Jahr die aserbaidschanische Tourismusagenturen und auch Tourismusministerium nimmt da teil. Und dieses Jahr war auch der Fall. Und da haben wir auch viele Zusammenarbeit zwischen den Tourismusbereichen, zwischen den Agenturen geknüpft. Und ich hoffe, dass das weitergeht, denn Aserbaidschan ist auch ein Zielland bisher für arabische Länder oder für die Leute, die aus den Nachbarländern kommen. Aber ich hoffe, dann in den nächsten Jahren werden auch viele Deutsche nach Aserbaidschan kommen, denn dafür gibt es dort gute Infrastruktur, gute Möglichkeiten und es wird noch daran gearbeitet, von Georgien, von Tbilisi bis Baku, eine Tourismusstrecke, das wird heißen Deutsche Erbe im Südkaukasus. Das wird ja auch interessant sein. Ich kann Ihnen nur sagen, da ich schon in Aserbaidschan gewesen ist, es ist ein wunderbares Land und die Achenua soll da auch gestrandet sein, sagen einige, in dem großen Tal. Ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, aber das behalten wir uns mal vor. Gehen Sie auf der nächsten ITB auf den Stand von Aserbaidschan, holen Sie sich Prospekte, dann fahren Sie nochmal hin. 5 Stunden Flug über Istanbul, gerade Strecke. Wir haben ja auch direkten Flug zwischen Aserbaidschan und Deutschland. Wir haben direkten Flug zwischen Baku und Berlin. Das ist mit Aserbaidschan Airlines. Und natürlich haben wir von Frankfurt mit Lufthansa auch direkten Flug Frankfurt und Baku. Wir fliegen von Berlin. Genau. Und wenn der neue Flug endlich fertig ist, fliegen wir noch öfters von Berlin nach Baku. Herzlichen Dank, Herr Botschafter. Unsere Sendezeit ist leider um. Ein tolles Land und es lohnt sich, dorthin zu fahren. Ich weiß, wovon ich rede, denn ich war schon mal da. Ich bedanke mich bei Ihnen, Ramin Hasanov, der Botschafter der Republik Aserbaidschan. Und ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns nächste Woche wieder, wie immer, Samstagabend, Standort Berlin, 18.15 Uhr. Und wenn Sie die Sendung nochmal nachlesen wollen oder nachhören wollen, denn im Internet, YouTube, TV Berlin, Playlist und dort Standort. Herzlichen Dank und tschüss.